Ich begrüße euch ganz herzlich wieder auf dem DIY mit Manu Kanal. Heute machen wir Makramee Ostereier. Viel Spaß damit und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Seid ihr neu, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert und aktiviert doch auch gleich die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts. Ihr braucht ein Makramee-Seil oder eine dicke Kordel, ungefähr 8 mm stark. Und dazu noch verschiedene Wollreste, was ihr übrig habt. Außerdem einen Tesafilm und ein doppelseitiges Klebeband. Außerdem habe ich dieses Set an Trockenblumen noch besorgt. Das fand ich auch ganz schön. Eine Schere braucht ihr, gerade für die dicke Kordel. Und dann natürlich auch noch eine Nadel zum Vernähen. Und ich habe jetzt hier noch so ein paar Holzperlen, die sind aus dem Makramee-Seilset. Und dann wollen wir direkt starten. Ihr braucht ein Lineal, legt eure Kordel bei 22 cm an, für kleinere Eier 2 cm weniger, für größere 2 cm mehr. Da wo jetzt quasi der Nullpunkt ist, da legt ihr euch mittig das Tesafilm zurecht und ja, schnürt es drumherum oder klebt es drumherum. Und hier wollen wir jetzt in der Mitte einmal durchschneiden. So, dann haben wir unsere 22 cm. Und was ich euch noch als Tipp geben möchte, ist einfach unbedingt den Tesafilm zu nehmen, weil wenn ihr es nicht macht, dann kordelt sich die auf. Und ansonsten ist die nämlich wunderschön glatt und bleibt auch zusammen. Das Ganze wollen wir jetzt natürlich hier so verbinden und dafür habe ich ein bisschen experimentiert. Für mich persönlich kommt hier nur das doppelseitige Klebeband in Frage. Hier schneidet ihr euch ungefähr 2 bis 3 cm ab, legt es euch auf eure Tischplatte und dann gebt ihr erst eine Hälfte mittig drauf und dann stößt ihr die zweite Hälfte daran. Wenn ihr dann zufrieden seid, nehmt ihr eine Seite von dem doppelseitigen Klebeband und klebt die nach oben rum. Und dann versuchen wir, das, was wir schon festgeklebt haben, das hintere Papier ein bisschen abzuziehen, aber nicht ganz abzuziehen, sondern eben nur so viel, dass dann quasi die andere Seite vom Klebeband sich drauflegen lässt, dass das einmal eingepackt ist. Das Ganze lässt sich jetzt auch schon formen. Man kann das hier sich schon mal zurechtbiegen und dann legt das erstmal auf Seite. Jetzt braucht ihr eure Wolle, egal welche Wolle. Ihr müsst ein bisschen auf den Durchmesser achten. Ich habe jetzt hier so etwas dünneres Garn. Es ist jetzt aber auch nicht zu dünn. Es ist so ein bisschen wie dieses Babygarn und da braucht ihr mindestens 1,30 Meter, je nach Stärke des Garns. Kann sich das, wenn ihr sehr dünnes Garn habt, auch erhöhen. Ihr nehmt euch jetzt eure Eierform, biegt euch das noch ein bisschen zurück, dass ungefähr da, wo der Stoß ist, das auch die Mitte ist und dann lege ich jetzt den Anfang aufs Klebeband drauf. Dadurch ist er fixiert und rutscht uns auch nicht weg. Genau. Und dann ungefähr 1 Zentimeter daneben, messt euch ab, wie ihr es gerne haben wollt, da fangt ihr dann mit der Wicklung an. Ich tue mir leichter, wenn ich es von hinten wickel und wenn ich es relativ weit unten durchziehe, dass es eben oben auch nicht festkleben bleibt. Und dann wickelt ihr einfach schön weiter. Wenn dann der Klebebereich kommt, da achtet einfach drauf, dass das schön nebeneinander liegt, dass eben keine freien Stellen sind. Und dann geht es einfach zügig weiter, bis ihr ungefähr 1 Zentimeter dann nach dem Klebeband auch wieder seid, dass das einfach auch schön symmetrisch ist. Am Ende dann, wenn ihr bei der letzten Schlaufe seid, macht ihr euch einen Knoten. Dafür gebt ihr den Finger noch mit dazwischen, dass ihr einen Knoten machen könnt. Dann ist jetzt ein Knoten vorhanden. Und was jetzt übrig bleibt an Faden, das wird jetzt auf der Rückseite dann mit reingewebt. Da müsst ihr dann einfach schauen, wie weit kommt ihr mit Klebeband. Ich kam ziemlich gut durch und dann einmal hochziehen und hinten abschneiden und dann habt ihr den ersten Schritt auch schon geschafft. Auch auf Instagram könnt ihr mich finden und da poste ich dann meist vorab schon Bilder von dem, was als nächstes kommt.
hier verschiedene getrocknete Blüten und versuche jetzt einfach einige Sachen. Ich habe jetzt hier so eine kurze weiße Blüte und ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Honiggelb auch. Und da habe ich mir überlegt, dass ich die dann seitlich anordnen möchte. Dazu habe ich jetzt auf meine Nadel ein bisschen Garn, weil ich es nicht festknoten will, sondern ich möchte ja die Blüten erhalten und bin jetzt da einfach am unteren Teil der Blüte entlang und mache jetzt mir hier einfach einen Knoten dran. Habe ich mir jetzt ein Stück von dem Garn noch wieder zusammengeknotet, gebe jetzt quasi die Mitte vorne rum und greife durch, sodass ich den verknoteten Knoten oben habe. Das Schöne dabei ist einfach, jetzt es fügt sich vom Bild her einfach schön ein mit diesen auch Lagen, die man drüber legen. Man kann es auch nochmal positionieren in der Mitte. Beim Makramee macht sich einfach auch diese Holzperlen so gut und tatsächlich war das Garn so dünn, dass ich das trotz Knoten durchbekommen habe und zur Not eben nochmal die Nadel zur Hilfe nehmen. Und ja, fertig. Der erste. Fürs nächste Ei habe ich jetzt eine einzelne Blume, die gebe ich schon mal durch eine Holzperle durch und ich hatte jetzt den Faden von der Aufhängung rechts und links an dem Ei vorbeigeführt und gebe das jetzt auch durch die Perle durch und wenn es so nicht ganz so gut geht, dann kann man auch mit der Nadel so ein bisschen nachhelfen und langsam und natürlich auch vorsichtig an dem zarten Blütenstiel da vorbei, bis dann die Fäden unten rauskommen. Genau, und dann verknote ich noch die Enden unten. Am besten auch mehrmals, damit die Perle nicht drüber rutscht. Dann einfach behutsam nach oben ziehen und die Blüte auch langsam nach unten. Man kann den Stiel auch noch einkürzen. Dann müsst ihr natürlich euch das mittig positionieren und ich habe es jetzt nochmal mit dem Knoten fixiert und anschließend eine hübsche Perle drüber gegeben und jo, bisschen drücken und formen, dann hält das Ei auch seine Form. Als dritte Variante möchte ich euch einfach zeigen, dass man auch Blüten in der Mitte arrangieren kann. Dazu habe ich auch von dem gleichen Garn mir was abgeschnitten und habe dann erstmal oben oder unten, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also hier habe ich jetzt erstmal oben einen Knoten gemacht und habe dann hier auf der Unterseite, sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus, aber tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert. Ihr macht oben einen Knoten, fädelt quasi das Ei durch und auf der Unterseite verknotet ihr das Ganze noch einmal. Die beiden offenen Enden dann durch die Nadel geben. Und dann lässt sich auch die Perle total gut durchfädeln. So, dann schaut, wo ihr sie positioniert. Gebt die Nadel ein zweites Mal von oben hindurch. Und damit sich das nicht auflöst, gehe ich mit der Nadel auf der Außenseite der Perle nochmal durch und mache so, indem ich dann in diese entstandene Schlaufe zurückgehe, einen Knoten und das Ganze mache ich zweimal. Die Enden natürlich abschneiden und dann kann man den Blütenzweig auch schon durchschieben. Mit den Makramee-Ostereiern seid ihr völlig im Trend und die sind schön leicht gemacht. Ein Vormittag reicht dafür. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Freue mich schon aufs nächste Video. Bis bald, eure Manu. Ciao.